Hallo und willkommen zurück zu Call of the Sea mit eurer Story-Eule. Wir haben eine Fischplatte, wo wir unsere Hand reinstecken können. Und ja, das klingt ziemlich verwirrend und komisch. Aber, wenn wir eine Tür aufkriegen wollen, machen wir doch einfach mal. Let's give it a try. Ouch! Oh! What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Aha. Moment, das möchte ich jetzt genauer nachlesen. Ja, wir müssen erst die Seite davor. Für das brauchen habe ich noch nicht rausgefunden. Die Punkte auf meiner Hand haben sich geändert und bilden jetzt irgendwelche Symbole. Das Steinboot fuhr mit mir einen unterirdischen Fluss entlang, der ins Meer mündete. Die Nacht war merkwürdig klar und der Vollmond schien seltsam grell am Sternenhimmel. Diese Insel scheint die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. An einem Anleger am großen Strand mit Heiligtum stieg ich aus. Ich habe ein weiteres von Harrys Lagern gefunden, wenn man es überhaupt so nennen kann. Auf jeder Seite des Strandes steht ein Zelt. Ich habe einen runden Stein gefunden, der wie ein Fischkopf mit offenem Mund geformt ist. Als ich meine Hand hineinsteckte, spürte ich kurz einen stechenden Schmerz. Danach ordneten sich die Flecken auf meiner Hand in einem eigenartigen Muster neu an. Cass scheint den Verstand zu verlieren. Ich will lieber nicht darüber nachdenken, wie die beiden hier miteinander auskamen. Oder auch nicht. Der Altar, der Zugang zum Heiligtum freigibt, wird mit Blut aktiviert. Blut wie meinem. Harry! Sag, dass du dir den schwarzen Schleim nicht gespritzt hast. Bitte sag, dass du nicht so dumm warst. Ich habe da wenig Hoffnung. Aber jetzt haben wir zumindest Flecken und schwarzen Schleim in uns und können vielleicht auch diese Tür öffnen. Wir müssen wissen, was da drin ist. Ah. Da oben ist noch so eine Scheibe. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber da kommen wir nicht hin. Nicht von dieser Seite. Vielleicht bildet der schwarze Schleim irgendwie Zugangsschlüssel. Wow. Wow, und dahinter kann man schon das Bild von dem Ritual sehen. Beeindruckend. If he's behind that door, I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love? And how much of the man who has lost his sanity in this place? Gute Frage. An eye and a star. Look at the stars, maybe. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth's sky, where am I now? Gute Frage. Wow. Ein Knopf. Ui. Das schien zumindest nicht schädlich zu sein, dann können wir die auf der anderen Seite ja auch noch rausrollen. Okay, wir haben Türen mit verschiedenen Symbolen. Vielleicht müssen wir irgendwie ein Sternzeichen einzeichnen.
Gucken wir doch einfach mal, was Harry schon mal rausgefunden hat. Der hilft uns doch da immer sehr weiter. Those stone statues seem to rotate with this switch. Eine Kreatur? Ein Haustier? Heul? 90 Grad Drehung. Ah, ein Heulen. I wonder what this means. Brücken, Drachen, Gargoyle, Tiere, die offenbar heulen können. All these papers are riddled with incoherent doodles. So incoherent ist das gar nicht. Ich glaube, das sind Versuche, Sternzeichen aufzuschreiben. Diese Drachentiere sehe ich aber nicht. Hinten ist noch eine Treppe. Oh, hier geht's runter. Da ist noch eine Treppe mit einem Gemälde. Das gibt uns vielleicht nochmal mehr Informationen. They carried these people here to test them. Like a challenge of some sort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Sterblichkeitsrate in diesem Test ziemlich hoch war. Ich will hier runter. Na gut, dann gucken wir doch mal, ob wir hier durch die erste Tür durchkommen. Wir müssen wahrscheinlich auch erstmal diverse Tests machen. I wonder what this means. Na gut, dann gehen wir erstmal Informationen sammeln. Die dürfen wir nicht angucken. I wonder what this means. Vielleicht dürfen wir die anderen angucken. Und dann müssen wir uns, glaube ich, mit der großen Rollmaschine da in der in der Mitte beschäftigen. A shining constellation. Ah. Ich glaube, das Auge war gerade bei dem anderen nur versteckt. Where is this door leading me? Wenn das genau über dem Symbol liegt, sieht man das nicht. Na gut, dann muss ich auch nochmal rüberlaufen und das doch nochmal offiziell angucken, um es mal so zu formulieren. Huch, doch im Fußboden. So. Constellations and stars. These people seem to worship otherworldly gods. Sind Götter nicht immer irgendwie ein bisschen außerweltlich? Ah, Symbole. So. Wahrscheinlich müssen wir die irgendwie zeichnen. Das hier sieht am einfachsten aus. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Es hat so einen Halbkreis, zwei dicke Symbole und zwei einfache. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? So, ich glaube. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Kann man hier irgendwas machen? Ah, wahrscheinlich muss man hier. Ach du je. Circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Das sieht schon ein bisschen so. Ich weiß es nicht.
Nein. Drück jetzt einfach erstmal alle und guck, was passiert. Das ist keins der passenden Symbole. Aber das hier könnte eins sein, das wir damit erzeugen können. Dafür muss der hier aus. Ja, drücke mal die falsche Taste. So. Genau, weil hier ist der, das sind die beiden dicken und von hier und hier darf auch keine Linie kommen. Das heißt, der hier ist in Ordnung, aber der hier darf nicht. Ich habe eine Tür geöffnet. Dieses Symbol. Na dann. Eine finstere Treppe. Wow. They took them to a throne room. That was the final step in the ritual. Wow. Diese Treppen führen irgendwie in die falsche Dimension. What an odd structure, riddled with nooks and crannies and endless stairways. Da kommen wir vielleicht durch die andere Tür hin. Wow. Ist das? Ah, das sind diese heulenden Drachen. Nur die Frage, wie wir da hinkommen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht hinter der nächsten Tür. Maybe it only hurts the first time. Du hast ja Hoffnung. Ah, the second also hurts. Naja. When I arrived on this island, I felt like I was trespassing. But now, I feel like this is where I belong. Naja, wir sind auf jeden Fall kurz davor, das Ritual zu beenden. Ich glaube, ein anderer Weg bietet sich für uns einfach nicht mehr an. Ah, jetzt kann ich. Ah, vielleicht kann man dieses Symbol damit erzeugen. Aber nicht mit dem hier. So. Der auch nicht mehr. Aber der. Der muss hier rumführen. Nee, das hier ist der falsche. Das muss hier der hier sein. Ja.
Damit haben wir die nächste Tür. So, und damit auch das nächste Stückchen Geschichte. Ah, das ist das Stückchen, was wir von draußen schon sehen konnten. Sieht auch aus, als wäre da eine Wand zusammengebrochen. He was submerged in black ichor. Again. Das scheint irgendwie häufiger der Fall gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, die nächsten Prüfungen werden komplexer. Harry seems to be on the brink of madness. But I don't feel the slightest hint of confusion. On the contrary, I feel my mind is more focused than ever. Na? Weil wir nicht dazulernen, stecken wir da nochmal unsere Hand rein. Again? Seriously? Da ist noch Platz für mehr Symbole. Müssen wir nur erstmal wieder zurücklaufen. Zum Glück sieht es labyrinthartiger aus, als es tatsächlich ist. Sonst hätte ich mich hier schon längst verlaufen. Fällt gerade auf, kann man die Bilder hier eigentlich angucken? Das habe ich gar nicht versucht. Also. Nee, ist nicht auswählbar. Na gut. Wir haben hier so ein lustiges Z bekommen. Das sieht aus, als könnte man damit dieses Symbol basteln. Das heißt, fangen wir doch bei dem da mal an. Das müsste der hier sein. Der kriegt das Z-Symbol. Der müsste dieses Symbol kriegen. Man kann die doch besser erkennen, als ich gedacht hätte. Ja, und hier ist nochmal das Z-Symbol. Moment. Bei dem hier. Also ich höre die Tür mehr, als dass ich sie sehe. Ja, hier ist eins der Rätsel. Another one of those gates. I have to get into the water again. Bin mal gespannt, was wir da machen müssen. Vielleicht müssen wir auch wieder den Wasserpegel sinken oder sowas. Schauen wir doch mal. I can feel the torment of the thousands of slaves who perished here. Wow. Nora, ich drück dir die Daumen, dass wir das zusammen schaffen. Aber das werden wir beim nächsten Mal versuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.